Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nicht Train Simulator, Landwirtschaftssimulator. Baloui und Katze. Ja, ich bin Baloui, hallo. So. Ich habe die Schnauze voll von Scheißballen pressen. Oh, mach das dann gehst du jetzt bitte raus aus meinem Trecker, weil dann fahre ich jetzt mit meinem Trecker weiter. Du kannst alle Anhänger und so weiter auch mit deinem hier benutzen und das bedeutet, ich kann in der Zeit mit meinem Trecker hier noch ein bisschen farmen. Ja, geh, lass mich in meinen Trecker rein. Geh! Aber ich muss kurz noch den Ballen fertig machen, so, damit Miri den aufheben kann. Hat Miri denn dann genug? Bisschen. Aber sie hat doch erst 1, 2, 3, 4, 6. Oh ja, sechs hat sie da dann. Fehlen noch zwei mehr. Dann geh du mal wieder Rasen cool, los, direkt geh. Übergeben. Gehen, mein Trecker. Alles noch an? Ja, nee, musst du leider immer anschalten. Wenn einer aussteigt, dann geht alles aus. Ich glaube, das ist so. Anschalten. So, oh, hat er abgelegt. Aber das Problem ist, hier ist halt einfach nicht mehr genug Gras. Wenn hier musst du mittlerweile schon suchen nach Gras. Bist du ein Grasbüschel, das ich mähen kann? Bist du eins? Deswegen ist das hier ein bisschen blöd. Miri braucht noch zwei Ballen, ne? Dann ist sie erst voll. Ja. Oder Miri, wie viel passen drauf? Acht ja. Stück? Ja, fehlen noch zwei. Okay. Ja, und Leute, ihr merkt so, wir haben einen Weg gefunden, Geld zu verdienen mit Silage. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Ich wollte nämlich jetzt gerade mal gucken, wie es eigentlich unseren Tierchen geht. Wir haben nämlich irgendwo die Übersicht Tiere. 5 Schafe und die Sauberkeit ist leider bei 20%. Ach stimmt, da wollte ich nachgucken, was man da tut. Und ich habe es rausgefunden, was man machen muss. Man muss einfach mit so einer blöden Ladeschaufel davor entlang fahren und das dann ist. Oh, das hört sich ja nach Spaß an. Viel Spaß. Das hört sich nach einer Aufgabe für meinen Ladeschaufel-Menschi-Ding an. Das Problem ist, ich glaube, das mache ich mal eben. Weil wenn die nämlich wenn die dreckig sind... Musst aber die Schaufel nehmen. Ja, Miri, du kannst hier mit dem anderen... Ist genau das gleiche wie mit deinem jetzigen. Fährst einfach dran und dann macht er... Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Felder sind zum Teil schon fast fertig. Hier ist was verdorrt. Wo? Hä? Bei den Sonnenblumenfeldern ist was verdorrt oder ist das nur wieder ein Anzeigebug? Hä? Ich denke, das wird ein Anzeigebug sein. Warte. Ja, von wegen. Aber bei mir ist das Feld erst auf erntereif. So ein kleiner Streifen. Warum sieht bei mir der Erntestrahl oder ist, warte mal, ist Sonnenblumen, wenn sie erntefähig sind, sind die Blätter verdorrt, ne? Hä, wie ist, achso, du bist gerade am Feld. Ja. Ich gucke auf die Map. Guck doch mal auf die Map, was die sagt. Drisch nicht bei Regen oder Hagel. Was? Hier steht, drisch nicht bei Regen oder Hagel. Also, sobald ich die Erntemaschine anschalte, meckert er mich aus. Ja, klar. Das würde, ihr könnt jetzt gerade gar nicht ernten. Dann stell die Zeit mal schnell runter auf 1. Solange es regnet. Ich glaube halt, dass diese ganzen Sonnenblumen leider gestorben sind. Sind sie doch nicht. Jetzt guck doch auf die Map. Ja, aber ich sag dir nur, was ich sehe, wenn ich hier vorne vorstehe. Aber sie wachsen doch schon die ganze Zeit. Dann sind sie jetzt von dem Regen kaputt gegangen. Aber ich habe ja die ganze Zeit regelmäßig geguckt, ob sie schon fertig sind. Ja, nein, die Frage ist ja, man kennt ja Sonnenblumen immer, dass sie so schön gelb sind. Ja, aber man sieht sie immer nur gelb auf den Feldern. Ja, genau. Aber da erntet man sie wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Wenn man sie nämlich danach erntet, weil dann sind sie. Also du willst sie halt als Blumen verkaufen. Na gut, das kann halt sein. Ja. Ja, toll. Wo ist die Katze seinen Stapler? Da. Dann gehe ich jetzt mal eben aufräumen bei den Schafen. So, ich hole jetzt kurz den Ballen einsammeln, Maschine, Leini, der vorne noch von mir ist ab. Oh, oh. Was ist oh, oh? Diese Maschinen lassen sich immer so schwer steuern. Ich immer die LKWs, die Traktoren irgendwo hinweg. Einfach wegschleudern. Auf Wiedersehen. Wo ist überhaupt hin? Wo ist unser Hof? Wo ist unser Hof? Das ist eine gute Frage. Eine Frage, die ich von Baloui immer wieder erwarte. Hallo, nett sein. So. Bin ich doch. Na gut. Dann fahre ich mal zurück und guck mir die Sonnenblume an. Nimmst du einen von den Anhängern mit, wenn du zurückfährst? Kann ich machen. Am besten die Ballenpresse, die steht da noch. Muss nur hintappen, da ist eine Erntemaschine vor. Was? Dann kannst du direkt, stehst du direkt am Feld. Ja, aber wenn sie ihren Traktor sowieso wegbringen will? Ja, bei Regen kann man ja sowieso nichts machen. Bei Regen guckst du dir jetzt die Ernte an und denkst, ja, schön, dankeschön.
Ja, aber ich kann ja trotzdem meinen Traktor zurück zum Hof fahren. Ja, das könntest du. Ist doch egal, ob das, hä? Nein, ich meine nur wegen erntereif. Wenn die jetzt, selbst wenn die erntereif sind, können wir sie nicht ernten, weil es regnet. Yes. Ist es denn wirklich so, dass die bei Regen nicht ernten? Ist ja alles klatschnass. Ja, und? Und bei Hagel ist alles kaputt. Ja gut, das wäre sehr traurig, wenn sowas Realistisches werden die ja wohl nicht einbauen, oder? Du meinst sowas wie Jahreszeiten Forever Stranded? Ja, genau das hoffe ich ja mal eben nicht. Warte, du jetzt gibt's gleich wieder Kohle. Konntest du die kleine Schaufel ankoppeln? Oder nur die große? Und zack, zack, zack. Nochmal Kohle kriegt, Leute. Dankeschön. Yay. Konntest du die Schaufel von Stoll nicht an dein Ding dran machen? Nur diese riesengroße Trümmerschaufel? Geht nur die große Schaufel ran. Sicher, aber es ist doch ein Universalsystem. Das weiß ich ja sogar, weil ich die Dinger schon mal angeschlossen habe. Normalerweise. Nee, passt nicht, zu schmal. Ach komm schon. Das wäre ein Universalsystem, wenn wir alle diese Aufsätze benutzen würden. Dann wäre es richtig. Aber das ist ja kein Aufsatz mit für so ein Gehänge, sondern das ist ein Aufsatz für einen Radlader. Das ist ein bisschen kleiner, ja, du hast recht. So, wow, aber diese Schaufel ist einfach so übertrieben groß. So, hier haben wir jetzt 14.000, das bedeutet, Balui müsste momentan auf 41.000 sein und Miri auch noch auf 14.000. Ja. Bedeutet, wir haben 28 bis 41, bedeutet, wir haben 69.000, Entschuldigung. So, was denn jetzt hier nicht sauber bei euch blöden Kühen? Was stellt ihr euch denn wieder so an? Da, warum macht ihr denn so eine Sauerei vor eurem Futtertrog, ey? Was soll denn das? Vor allem, wie schleudert ihr das bis hier unten hin? Ich verstehe es nicht. Sie nehmen es und werfen es weg. Die sind ein bisschen plemplem genau. Im Kopf hier, diese Trottel. Gibt doch auch Recyclingtonnen, was soll das denn? Vor allem nehme ich das jetzt auf, ja, und jetzt ist das gleich wieder, wenn wir jetzt, das können wir nämlich gucken, bei den Tieren, warte, wo ist es? Tiere. So, jetzt seht ihr bei den Kühen, jetzt ist noch 16% und wenn es gleich sauber ist. Was machst du? X-Ballenwicke zukloppen. Damit kurz auch zurückdüsen, dann haben wir das Zeug von hier weg. So. Vor allem ist es nur so ein bisschen Gras. Und deswegen sagt das Spiel, nee, das ist dreckig. Nee, nee. Nee, nee, nee. So geht's ja nicht. Scheinbar muss man irgendwie Dreck simulieren, ne. So. Das war's. Jetzt wird alles sauber. Das Problem ist, ich seh gar nichts in deiner Schaufel. Ja, ich auch nicht. Die Schaufel ist zu klein dafür. Hier. Jetzt gibst du das den Kühen. Ja, jetzt sollen die einfach damit zusehen hier. Sollen sie sauber machen. Ja, es ist jetzt theoretisch, gucken wir. Sauberkeit 16%. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das dauert einen Moment, bis das dann sitzt. Aber dieses Ding ist halt einfach viel zu groß für sowas. Ich würde es mit kleinen. Ja, dann musst du meinen Traktor und da den Aufsatz dran machen. Nein, den Doppelstapler-Aufsatz. Alles gut. Ach ja, mal, dadurch, dass ich dir jetzt Gras gegeben habe, haben die Gras 50 Nahrungsmittel. Naja, immerhin ein bisschen. Du fütterst sie mit dem Dreck. Ja, aber blöd ist, bei den Schafen ist halt auch alles dreckig gerade. Muss man auch noch hinfahren. Wollen wir dann gerade mal auf P gucken? Also ich gehe jetzt gleich mal P mit euch zusammen durch, werde vorlesen, was wir da haben und wir gucken mal, ob wir das noch brauchen, was wir gemietet haben oder nicht, oder? Ja. Okay, bedeutet, wir gehen auf P, das ist unten auf Garage. Gehen wir zusammen da drauf. Und dann gehen wir auf gemietete Fahrzeuge. Genau. Gemietete, so. Wo steht da denn? Da sehe ich schon ein bisschen was. Du musst oben, also du drückst P, dann unten auf Garage und oben einmal auf den blauen, grünen Pfeil nach rechts. Ach ja, klar. Man kann ja Menü noch durchschalten. So. Ja. Da haben wir den meinen Traktor, den würde ich dann behalten momentan, den brauchen wir. Mein Radlader. Ich höre schon wieder nur meins. Ja, okay. Ja, Mähdrescher. Nein, den Erntefahrzeug, das habe ich geholt für die, weil es halt schneller ging für die großen Felder. Also ist das nicht meins? Nein, das ist meins. Okay, dann will ich es gerne zurückgeben. Das Problem ist, das Ding kostet uns halt Schweinevermögen und naja, wir haben ja nur mal das kleine Erntefahrzeug. Wir brauchen es die meiste Zeit ja nicht, ne? Es steht ja die meiste Zeit nur rum. Ja, eben, das können wir zurückgeben. Wiedersehen. Sollen wir das dann direkt tun? Ja, mach. Okay, mache ich dann jetzt. Zurückgeben. Auf Wiedersehen. Ja. Oh, weg. Oh. Wurde zurückgegeben. Das Schnittwerk dazu ebenfalls, oder? Nein, also das, nicht das Capello. Das nicht. Das ist kleine Nee, das daneben, das meine ich. Das Casey. Ja. Das kannst du zurückgeben, ja. Das war das große Schnittwerk dazu. Zurückgeben, mache ich jetzt. Gerät wurde zurückgegeben. So, was haben wir dann? Das ist die Sämaschine von Miri, oder? Ja. Oder ist das der Dünger? Nee, das ist die Sämaschine. Die brauchen wir also für den... Die ist für deine Sonnenblumen, richtig? Ja. Die ist für alles. Für alles mögliche. Ja, okay, eine große Sämaschine. Dann haben wir hier einen Düngstreuer für Blauli.
Ich denke, den brauchen wir auch noch, wenn wir die Sämaschine haben und Felder bestellen. Brauchen das wir Problem ist, dieses Düngen, hat das überhaupt irgendwas gebracht? Also ich habe gesehen, wir haben noch kein Feld geerntet. Ja, seitdem. Man kann es halt echt nicht vergleichen. Wir behalten ja, den aber doch, Zuckerrohr haben wir damals. Viel. Zuckerrohr haben wir damals mehr gekriegt, viel mehr. Okay, ja gut, dann machen wir so Streifen noch Dinger. Die Ballenmaschine und die Ballenfolienmaschine, die Ballensammelmaschine. Das alles drei würde ich behalten, weil wir. Das ist unser Geldlieferant momentan. Richtig, halt, wir ja. halt so. Nicht wissen, genau. wo wir sonst Geld herkriegen sollen. Und ja, das Wasser der auch. Wassertank ist für die Tiere. Aber ich würde halt lieber irgendwas davon verkaufen, weggeben und kaufen. Weil wir haben jetzt eigentlich das Geld dafür, um eine Maschine zu kaufen, anstelle sie zu mieten. Das ist halt die Frage, was können wir davon denn kaufen? Ja, zum Beispiel der Ballenpress. Was kostet denn diese Ballenfoliermaschine? Dass wir zumindest, ich sag mal, diese Silage-Sache so autark haben, dass wir da nicht von Mieten abhängig sind. Dann gucken wir mal kurz in die Ballentechnik rein. Also der Ballenwagen zum Sammeln, den wir benutzen, kostet 39.000. Die Foliermaschine kostet 42.000 und der kleine Ballenwagen kostet 58.000. Was mit dem Wassertank? Der Ach Mann! Moment, kostet. Also, wo war das denn? Das Ding, das war, glaube ich, bei diverse. Das kann eigentlich nur 1,50 Euro kosten. Da ist ja schließlich nichts anderes als Wasser drin. Der Wassertank, das weiß ich nicht. War bei Tiere, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Genau, der kostet 9.500 im Kauf. Ja, das wäre doch mal was. Soll ich den mal kaufen? Ja, dann gibst du den alten zurück und kaufst einen neuen. Das ist okay für mich. Ja, dann kaufe ich jetzt erst einen neuen und gebe dann einen geliehenen zurück. Den Gruber, den habe ich gar nicht auf der Liste gesehen. Ist der große Gruber unserer? Haben wir den gekauft? Ja, den hast du gekauft. Ah. Cool. Gut zu wissen. So, jetzt kurz gucken. Gemietete Katze hat Fahrzeuge, die Aufsätze ja für seinen Liebherr auch gekauft. Warum reden ja, die Aufsätze kosten noch? Aber nur 5.000 oder so insgesamt. Was kostet denn der Liebherr, wenn du den... Der Liebherr kostet 145.000. Oh. Nein, halt, stopp. Das ist gar nicht der. Ich habe gerade bei der falschen Ding geguckt, oder? Das ist Teleskoplader, war der. Der kostete 92.000. Okay, und der Trecker, den du da hast, der ist auch relativ teuer, ne? Der Traktor, den ich da habe, kostet, das war, glaube ich, der W irgendwas? Valtra, der erste, das kostet 119.000. Ach, das geht ja. Ja, ist halt das die Frage, worauf wollen wir denn mal hinaussparen? Dass wir, also, ich würde halt sagen, wir versuchen jetzt erstmal mit dem Geld. Entweder versuchen wir mit dem Geld mehr Geld zu generieren oder wir nehmen das, was wir jetzt haben und geben irgendeinen von den alten Fahrzeugen zurück, damit wir keine Miete mehr zahlen müssen. Ich bin halt nicht sicher, was sinnvoller ist. Weil wenn Miri jetzt dieses Riesenfeld mit Mais hat, dann würde ich eigentlich lieber den größeren Maisernteaufsatz kaufen, weil wir nämlich mit dem kleinen 100 Milliarden Jahre brauchen. Ja. Ja, das können wir zum Beispiel und machen. Die Frage ich kann ja ist halt, ob es für dieses Erntefahrzeug überhaupt noch einen größeren Aufsatz gibt. Es kann sein, dass wir immer ein größeres brauchen. Ja, ein größeres Erntefahrzeug brauchen. Das kann halt echt ja, sein. Richtig. Wie viel kostete der denn? Der große Drescher. Der große Drescher kostet, glaube ich, eine 500.000. Ich habe es gar nicht geguckt gerade, aber. Geht ja. Der kostet halt echt extrem viel Asche. Ja, die sind richtig, richtig teuer. Hast du das da gerade untergestellt, dass es nicht nass wird? Ich habe es untergestellt, damit wir die zwei Sachen immer an der gleichen Stelle haben, gerade wenn wir so suchen. Der Rest steht da hinten irgendwo auf dem Acker. Ach, die hast du alle hingestellt? Nee, die sind verstreut da hinten. Ich habe ein paar zusammengesammelt, aber... Ja, ich frage jetzt mal alles ein bisschen so ein, dass es funktioniert. Wir könnten uns auch mal hinsetzen und gucken, damit wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen und ein bisschen ins Ding gehen, dass wir in platzierbare Objekte gehen und uns eventuell mal gucken, ob wir so einen Unterstand oder so holen wollen. Es gibt zum Beispiel für 20.000 einen Fahrzeugunterstand zum Bleistift. Ja, das bringt uns genau was mehr? Wir können uns noch einen Treibhaus für Tomaten oder so machen. Ja, weil das bringt auch mehr Geld als so ein blöder Unterstand. Unterstand, oh, cool, was man sich da Unterstand bringt uns einfach nur ein bisschen was, damit wir das da stehen haben. Was wir übrigens irgendwann machen können, ist auf Solarenergie und Windkraft gehen. Das gibt uns dauerhaft Geld. Ja, das zum Beispiel. Das ist halt genau die andere Schiene von, dass wir dauerhaft Geld verlieren, kriegen wir halt dauerhaft Geld. Wird auch nicht viel sein, aber ein bisschen halt. Kleinvieh macht auch Mist. Boah, was man sich da alles kaufen kann. So, ihr blöden Schafe habt ihr hier. Ich hätte gerne eine Picknickhütte. Darf ich mir eine Also ich würde schon gerne kaufen? So noch so eine Lagerhalle oder Lagereinheit oder so für die Was passiert mit dem Schaf? Okay. Weiß ich nicht. Vergiss das, alles gut. Was hast du getan mit dem Schaf? Nichts Besonderes. Was ist dem Schaf passiert? Das ist ein bisschen auf und ab getanzt, weil ich es anscheinend mit der Schaufel von meinem Das ist ein Lagerhallen. Ding geschlagen habe. Voll gemein. Ja, aber was nützt ihr denn? Wir haben doch Lagerhallen genug, Lagerflächen.
Hast du schon mal diesen Unterstand da benutzt, wo die Zuckerrohrernte-Platinmaschine Dingsbums da stand? Ja. Benutze ich gerade zum Beispiel, hab da Sachen eingelagert. Ja. Da kommen die Ballensachen rein, wenn ich sie jetzt aufräume. Ich möchte hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Ach, guck mal, weil Sauberkeit du bist immer so chaotisch. Ist bei den Tieren jetzt wieder bei 100%. Ist doch schön. Das ist doch schön. Hab ich alles gut. Das ist ja nice. Alles muss schöner werden. Ist halt die Frage, ob wir eventuell irgendwann hingehen sollten und deinen kleinen orangenen Traktor verkaufen und uns von dem Geld mit ein bisschen Eigenkapital einen besseren Traktor kaufen, damit wir drei gescheite Traktoren haben, statt einen so einen. Hallo! Mein Trecker ist super! Der arme kleine orangene Traktor. Ja, dein Trecker ist super. Ich sag auch gar nichts dagegen. Ich mein, kleiner, aber oho, passt ja. Aber das Ding ist scheiße. Hä? Warum? Dein Trecker in allen Ehren. Ich hab wirklich nur weil er nicht schnell genug ist, oder also was? Also nichts Effektives. Nee, hallo? Ich fahr grad mit dem rum und ich könnte es mit der Hand schneller. Ja, das kommt hin. Ich glaube nicht. Ihr kriegt jetzt von mir eine Aufgabe. Falls ihr das gucken solltet und zeichnen könnt, okay? Ihr kriegt jetzt jede Folge eine Aufgabe. Auf Twitter. Ich will ein Fanart haben, wie eine Katze diesen Traktor hier verbuddelt. Guck mal, ob ich das anhängen kann. Am besten Anime-Stil oder so. Kann das sein, dass das Zuckerrohr erntereif ist? Ja, ne, Miri? Ja, das kann sein. Komm, Miri, wir ernten Zuckerrohr. Okay. Wuhu, aber ich dachte, man darf nichts ernten, wenn es regnet. Dann darf er auch nichts ernten. Zuckerrohr darfst du nicht ernten. Nee, darfst du auch nicht. Doch, Zuckerrohr. Machst du damit alles kaputt? Nein, Zuckerrohr. Guck mal, die Schubkarre hier. Süß. Vor allem ist das jetzt komplett gewachsen. Ich brauch doch diesen scheiß anderen Anhänger dabei, ne? Ja. Ist das jetzt komplett gewachsen, Blaudi? Das ist die Sämaschine, Blaudi. Das ist kein Anhänger. Okay, ich wollte den auch gar nicht mitnehmen. Nee, wolltest du auch nicht. Hallo? Was wolltest du? Das sind nicht die Druiden, die sie suchen. Wolltest du überhaupt nicht. Hallo? Boah, war das knapp. Ja, es ist weitestgehend komplett gewachsen. Was willst du? Nur an den Rändern ein ganz kleines bisschen. Alles später. Komplett wachsen lassen. Nein. Nein. Wir haben das jetzt so viele Folgen durchgehalten und jetzt will das brechen. Ja, wir müssen doch jetzt irgendwas tun. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit rumstehen. Wir können die Folge beenden. Zum Beispiel, die ist nämlich schon 18 Minuten lang. Richtig. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Wenn ja, dann guckt bei Balu und oder Katze vorbei und ansonsten macht es gut. Bis zum nächsten Mal und fahr mir nicht in meinen Trecker. Bleib schön feurig. Tschüss.